Willkommen zu meinem neuen Video. Ich mache heute, dass ich Fleischwurst, dass ich sag mal so das Moi mit Baguette essen. Das ist Spezialgericht in Vietnam essen. Jeder Frühstück oder auf der Straße verkaufen wie in Deutschland Currywurst. Ja? Das mache ich zuerst. Fleisch, Marinade. Okay. Mache ich jetzt Fleisch für Marinade für Fleisch? Ja? Das ist einfach die Gericht. Diese, ich habe 2 Kilo Schweinebauch, ungefähr 2 Kilo. Wenn man kleine Menge braucht, und dann machen Sie selber bitte die Zutaten alles weniger. Das 2 Kilo Fleisch und dann mit 2 Esslöffel Sojasauce oder Maggi, wenn man hat irgendwas zu Hause, ja. Und das ist Knoblauchpulver. Ich nehme ungefähr 1 Teelöffel. 1 Teelöffel. Und diese vom Gewürzepulver. Ich nehme auch ungefähr 1 Teelöffel, aber nicht ganz voll. Wenn zu viel, dann schmeckt bitter, ja? Nicht sehr viel geben. So, 1 Teelöffel. Und diese Gewürze Sassiu-Fleisch, das ist in jeder Asia-Laden normaler Verkaufen. Wenn nicht, dann kann man selber Sassiu machen. Das ist auch Thailand. Aber kann man auch von Sassiu-Fleisch Gewürze von Vietnam nehmen, das geht auch. Das ist abmachen. Eine Beute hier für 2 Kilo Fleisch. Und diese Gewürze, das ist extra für Grillen. Da kann man auf dem Haus später, für das ist schön rote Farbe. Aber wenn man hat, nicht hat, dann nehmen die Lebensmittelfarbe bei Kuchenabteilung oder bei Asialaden, das gibt auch. Und dazu erst jetzt umrühre. Man kann noch ein bisschen Wasser, vielleicht 1 Esslöffel Wasser. 1 Esslöffel Wasser umrühre. Und man so zusammen mischen. Gleich man so Marinade, am besten übernachten im Kühlschrank. Wenn man brauchen schnell kochen, dann so man ein paar Stunden stehen im Kühlschrank besser, 2-3 Stunden. Sonst das ist das geht nicht durch in der Mitte wurzig. Und wenn man keine Zeit, man schneiden diese Fleisch bisschen dünne Scheiben, da geht noch schneller. Zum Beispiel und normale man so fertig so in Kühlschrank lassen 3-4 Stunden. Oder übernachten und dann rollen. Ich habe eine Fleisch vor ein paar Stunden schon marinieren. Ich probiere mal jetzt andere schauen. Und dieser Fleisch, ich habe vor 2 Stunden vorhin schon Gewürze gemacht. Und jetzt, ich hole dieses Fleisch. Und dieser Fleisch, wenn man so ein bisschen noch mit Soße dazu. Und schau mal, die Haut ist noch nicht so rot, ja? Man braucht ein bisschen roter. Haut ist nicht richtig rot, ja? Man so ein bisschen. Eigentlich die rote Farbe gleichzeitig wo die Gewürzmarinade. Ist besser. Die Farbe, wenn man geht, so marinieren und man sieht, die Farbe ist schon genug rot, dann ist fertig. Ein bisschen
vielleicht eine vierte Teelöffel. Jetzt ich versuche diese Rollen. Eine Alufolie lang drauf und dann ein Backpapier und dann dieses Fleisch. Dieses Fleisch einfach reingeben, aber gucken, wo die dicke Scheiben am besten zuerst anfangen, wo ein bisschen höher Fleisch. So, und dann rollen. Und wenn man keine Zeit, weil diese große so dick, wenn man dämpfen, dann braucht man ungefähr 2 Stunden. Aber wenn man keine Zeit, dann halbieren dünne Scheiben, dann braucht man 1 Stunde zum Dämpfen. Das ist aber in Asien, wenn die verkaufen, die wollen schöne Scheiben, dann legen die immer so große Scheiben. Ja? Dieses Fleisch man so festrollen und festdrücken. Wenn jemand hat eine Küchenschnur, da kann man auch festbinden. Ich noch fester, noch besser. Aber ich nehme so einfach, weil ich habe keine Küchenschnur. Und dann so man fest drücken und dann dämpfen. Wasser kochen, ja. Und dann diese ein Gramm satt rein. Wenn jemand hat keine diese Dampftopf, und dann kann man auch einfach eine kleine Süße rein, aber Wasser ein bisschen weniger. Ab und zu muss Wasser gießen, ein bisschen weniger. Und ein Sieb rein oder eine Metallsieb oder irgendwas, was gibt zu Hause. Und dann, wo Fleisch, ich habe vorher schon gerollt, dann einfach dämpfen. 2 Stunden dämpfen, ja, bei so dicker. Nach dem Dämpfen bitte nicht gleich Alufolie auf, sondern abkühle bis schön nicht mehr heiß ist, dann in den Kühlschrank lassen, bis das kalt ist, dann die sind fester. Dann kann man dünner Scheiben und dann in Baguette oder Brot zum Frühstück oder kann man mit Reis essen, geht auch. Und die andere, wo ich genommen ist, nehmen eine. Diese, ich kann auch eine dicke Scheibe normale, man kann ein ganzes Stück in der Pfanne braten, schmor braten. Ungefähr auch über Stunde bis 1/2 Stunde. Und dann kann man auch dünner mit Baguette essen oder Reisnudelsalat mit Kräuter und Fischsoße essen. Aber wenn jemand weniger Zeit hat, dann eine bisschen dicke Scheiben. Das, ich finde auch gut. Dann braucht man ungefähr 1 Stunde, dann Zeit sparen. Ne? Zum Beispiel diese Gewürze. Ich mache kurz rein. Und dann lass ungefähr 1/2 Stunde lassen. Jetzt ich mache diese Fleisch morgen braten. Ich brauche 2 Zwiebeln, Schalottenfleisch schneiden. 4 Knoblauchzähne. Bisschen grob schneiden. Diese Schalotten und Knoblauch schon fertig geschnitten. Diese Fleisch, normale, braucht man noch ein bisschen Pfeffer. Aber wenn man nicht will, dann macht weg. Man so jetzt braten. Braucht man ungefähr 1 bis 2 Esslöffel Öl. Da braucht man nicht unbedingt so viel.
kleine Zwiebel, Knoblauch rein. So Zwiebel und Knoblauch braten mit bisschen Öl, wenn das richtig gut ist. Und dann kann man langsam Fleisch, wo man Marinade vorhin einfach rein. Soweit ungefähr nach 3 bis 4 Minuten braten die beiden Seiten von diesem Fleisch schön bisschen. Nicht so unbedingt gelb, bisschen nur Aroma von Zwiebel, Knoblauch ziehen. Und dann die Gewürze, wo vorhin Marinade von Fleisch ist, dann man geht langsam alles rein. Und aber nicht, bitte nicht Hochstufe, ja? Mittelstufe nur. Und dann ungefähr noch 5 Minuten. Bis die Gewürze durch in Fleisch ist und dann Wasser gießen. Wenn nachdem ungefähr 5 Minuten durchziehen, dann ich gebe noch ein bisschen Wasser in kleine Schmor kochen. Man kann merken, dass Wasser nicht sehr viel, bis in ungefähr eine kleine Süße. Man merkt die Wasser ein bisschen noch nicht Hälfte von Fleisch. Ja? Sie zieht man die Wasser ungefähr so viel, ja? Nicht sehr viel hoch, ein bisschen nur. Und dann man so Decke zu und Schmor kochen. Und mit der Stufe lassen. Ab und zu muss man Kontrolle, ob das umdrehen und ob Wasser trocken ist, weil wenn Wasser trocken ist, verbrannt. Ja. Das ist ein Stück Rettich, 2 Karotten nach dem geschnitten. Ich gebe ungefähr 1 Esslöffel Salz zusammen umrühre und dann 10 Minuten stehen lassen, bis das ist, kommt Wasser und jetzt ist so Wasser abtropfen. Wasser wegmachen. Waschen nochmal und dann kommt Essig und Zucker rein. So, jetzt waschen. Das ist so, man alles abgießen. Und das ist schon Salz drin, ja? Nur Wasser wegmachen. Und wir sollen nur Zucker und Essig geben. Keine mehr Salz. Das ist 50 Gramm Zucker, 200 Gramm Essig. Und ich soll das ist zusammen rühre. Und dann ich gebe ein bisschen noch Wasser. Ganz bisschen, nicht so viel. Vielleicht 3, 4 Esslöffel. So. Und dann umrühre. Jeder Essig, die Prozentstärke ist nicht gleiche. Man soll immer abschmecken, lieber probieren. So, und man kann so ungefähr 10 Minuten stehen lassen. Und dann kann man schon auf dem Brot essen. Und diese Rettich eingelegte, bei uns in Vietnam sehr viel Gericht braucht man diese. Zum Beispiel Frühlingsrolle mit Reisnudelsalat oder Bung Bo Nam Bo oder Bung Thet Nung. Das braucht man immer. Nach dem gebratenen Schmor braten ungefähr schon 45 Minuten. Das geht schon so weit fertig. Dann man kann Fleisch jetzt rausholen. Und dieser Wasser im Topf, wenn man will, dann kann man auch Soße machen. Und Soße, jeder macht ein bisschen anderer Geschmack. Man kann ein bisschen, zum Beispiel eine Teelöffel Glutamat mitfolgt. Ungefähr halbe Esslöffel Zucker und Salz. Nicht viel, ja, weil die Gewürze schon salzig. Ungefähr noch nicht halbe Esslöffel, noch nicht halber Teelöffel Salz. Umrühren.
kann man auch ein bisschen Kartoffelstärke oder Tapioca-Mehl für die Soße ein bisschen dicker binden. Aber muss nicht unbedingt. Dann kann man abschmecken. Wenn würzig, dann ist es okay. Schneiden, Gurke schneiden, Frühlingszwiebel, man soll auch ein bisschen kurze. Und diese dicke, man soll halbieren. Koriander soll man auch halbieren schneiden oder ein Viertel. Und dann kommt Chili. Das kommt drauf an, ob jemand kann mehr scharf oder weniger. Wenn weniger scharf, sie können Kerne entfernen und dann ist nicht so schlimm scharf. Oder man kann so schneiden. Soweit meine Rettichsalat ist auch fertig nach den 10 Minuten. Das ist schon würzig. Kräutersalat fertig, Kräuter und Gurke fertig geschnitten und Fleisch und Durst, Brot gerade fertig, aber normale Baguette besser. Nur wegen heute, ich habe kein Baguette dabei und dann ich nehme ein kleines Brötchen. Das ist Mini-Brötchen. Und das ist Fleisch, schmort Fleisch fertig. Und dieses Fleisch gedämpft ist, aber ich habe das ist schon vor einem Tag gedämpft. Ich nehme jetzt drauf, weil das ist im Kühlschrank ist. Ja? Und dieses Fleisch immer nach dem gedämpft, darf man nicht Folie ab. Ja? Muss man Folie immer zulassen. Und im Kühlschrank, bis das ist wieder fest und man kann jetzt abschneiden, weglassen. Jetzt, ich kann auch Fleisch schneiden, ja. Da kann man sehen, dass wie ist das drinnen durch ist. Das sieht so aus. Das ist so wie in Asien verkauft auf der Straße. Das heißt Thịt Nguội hier. Dass man kann ein dünner Scheiben. So dicke Scheiben nicht vergessen, das war 2 Stunden dämpfen besser. Und bei uns eigentlich Fleisch gedämpft, diese Brötchen, man isst mit sehr viel verschiedener Füllung, nicht nur das. Und man isst auch, man kann auch mit dieser Fleischwurst, wenn man keine Zeit diese Fleischwurst machen, dann kaufen sie fertig diese Sorte, so wie Schinken, Fleischwurst in Asialaden. Oder das geht schneller mit dem Schmalt Schweinefleisch. Das mit kleinen Stück geht ganz schneller. Und wenn keine Zeit noch dünner Scheiben, dann geht schneller. Diese normale wir schneiden mit dünner Scheiben. Das sieht so aus. Und dann dünne Scheiben. Diese normale dünne Scheiben, das schmeckt besser als dicke Scheiben. Und dieses Fleisch, wenn man nach dem gekocht, man soll nicht sehr heiß und schneiden, dann man sieht Fleisch ist nicht gut durchschneidet, nicht schön aus. Man soll ein bisschen abkühlt besser. Das sieht so aus, ja? Und sehr schön zart. So, das sieht so aus jetzt. Dieser Fleischwurst ist fertig. Das kann man auch
Essen zum Unterweg, Arbeiten mitnehmen oder zu Hause geht auch. Und man kann auch mit Reispapier Sommerrolle essen, das geht auch mit Salatkräuter. Oder man kann auch mit Reisnudeln mit Salat essen, so wie Frühlingsrolle. Sonnenfrühlingsrolle weg und dann diese Gewürze, dieser Fleisch rein. Das schmeckt auch total lecker. So meine Fleisch und Fleischwurst und meine Fleisch, ich habe auch schon fertig gemacht. Das ist fertig geschnitten. Brauchen wir nur einfach jetzt rein. Normale in Asia. Das ist, haben wir auch Mayonnaise. Ich kann auch normale Mayonnaise nehmen. Geht auch. Das ist zuerst ein bisschen. Moment. Sie können Asia Mayonnaise kaufen. Oder Margarinen geht auch, ja. Müssen die nicht unbedingt. Das ist so Fleisch. Und ein bisschen Zwiebel. Und ein bisschen Koriander rein. Und ein bisschen Chili, wenn man will, ein bisschen scharf. Und wenn man macht, kann man auch noch ein bisschen Pfeffer, aber das muss nicht unbedingt, dieser Pfeffer. Und die so normale, man isst mit ein bisschen Maggi oder Sojasauce. In Vietnam gibt es auch Asia Maggi oder Sojasauce. Und dann noch diese Soße von Schmor Fleisch gebraten. Dann auch dazu. Und das ist fertig. Normale große Baguette, aber meine Brötchen heute so klein. Das ist eine Sorte und dann kann man auch selber wie das und dann kommt nächster Fleisch. Das geht auch. Und soweit meine Baguette ist fertig. Wenn dieses Video gefällt dir, bitte drücken die Daumen hoch und abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.